Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es den siebten Flottendreier. Die Reihe, in der ich dir drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände schnell vorstelle. Viel Spaß mit dem Video! Als erstes haben wir mein neues Survival-Messer. Auch wenn dieser Begriff sehr weit dehnbar ist, kann man dieses Messer als ein solches einordnen. Am ehesten vergleichbar ist es mit dem Beer Grill Survival Messer von Gerber. Das Ganzo G8012, ein Fixed Knife mit Steckscheide, Glasbrecher, Gurtschneider und Feuerstahl. Den Gurtschneider, by the way, am unteren Ende der Scheide habe ich bereits abgesägt, da ich ihn als überflüssig empfunden habe, das kann aber jeder für sich selber sehen. Es beeinträchtigt die Scheide in keinster Weise. Das Messer wiegt mit Scheide 422 Gramm und ist aus 7 CR17 Stahl, somit rostfrei und hat eine Härte von 57 Grad Rockwill. Die Schneide ist 11,5 cm lang und somit als feststehende Klinge § 42a konform, darf also offen draußen getragen werden. Das Messer kommt in einer angenehmen Schärfe daher, ist aber nicht rasierscharf. Die Scheide ist praktisch und robust. Das Messer ist dort drin sicher aufgehoben und es gibt noch eine zusätzliche Klettfixierung, was mir besonders gut gefällt. Somit kann dann das Messer selbst mit Gewalt nicht entfernt werden. Die Gürtelschlaufe der Scheide ist mehr als ausreichend groß und lässt das Messer tief am Gürtel hängen, was es erlaubt, auch bei langer Jacke noch nach diesem zu greifen. Was ich auch sehr praktisch finde, wenn es an Wanderungen geht. Kleinere Schnitzarbeiten und Batoning sind für dieses Messer kein Problem und bei einem Preis von unter 30 Euro ein Top-Messer. Zu erwerben entweder auf Amazon oder Gearbest, die Links dazu findest du in der Beschreibung. Als zweites eines meiner Lieblings-Pouch bzw. EDC-Taschen. Dieser Pouch verfügt über drei Taschen, eine flache Vordertasche mit Klettverschluss für Handy oder Dokumente, eine mittlere Tasche mit einer Höhe von ungefähr 16 cm und eine größere Tasche mit knapp einer Höhe von 20 cm. Die Taschen sind sehr geräumig und fassen Dinge wie ein kleines Stativ oder sogar eine große Powerbank. Die zwei Hauptfächer verfügen weiterhin über eine kleine Netztasche. Dort können Kleinigkeiten dann nochmal sortiert werden. Die Tasche kann auf verschiedene Arten befestigt werden. Am einfachsten durch zwei Schlaufen mit Druckknöpfen. Diese einfach am Gürtel anbringen und fertig. Sitzt sicher und ist praktisch. Weiterhin ist es möglich, durch verschiedene Molle-Schlaufen diesen Pouch auch auf dauerhafte Weise am Rucksack zu befestigen. Diese Schlaufen bzw. Molle-Schlaufen befinden sich ebenfalls auf der Rückseite. Sehr gelungen finde ich die Qualität der Tasche. Alle Reißverschlüsse sippen wunderbar und der Stoff ist gut vernäht. Ebenfalls hat man mitgedacht und jeden Reißverschluss zu einem Zwei-Wege-Reißverschluss gemacht. Somit fällt das Öffnen aus allen Positionen leicht. Für 10 bis 15 Euro ein klasse Pouch für den Otto-Begeisterten oder EDC-Liebhaber. Als letztes eine kleine, aber sehr praktische Ergänzung für jedes Bushcraft-Camp oder jeden Festivalgänger. Ein Faltkanister. Dieser bringt nur 77 Gramm auf die Waage und kann sicher 5 Liter transportieren. Dieser Faltkanister hat ein sehr geringes Packmaß und kann so in jedem Rucksack mittransportiert werden. Die sehr große Öffnung hat einen Schraubdeckel und kann leicht befüllt werden. Da der Kanister durchsichtig ist, sieht man sofort, wie viel drin ist und ob Schwebstoffe hineingelangt sind. Zu erwähnen ist, dass bei einem solchen Kanister, der keine eigene Standfestigkeit außer dem Boden besitzt, das Ausgießen mit beiden Händen getätigt werden sollte. Für knapp 2,50 Euro ein klasse kleines Gimmick, das jedes Lagerleben vereinfacht und dafür sorgt, dass man immer mehr als genug Wasser am Mann oder Frau hat. Falls sich etwas von der hier vorgestellten Ausrüstung interessiert, findest du alle Links dazu in der Beschreibung dieses Videos. Über weitere Anregungen zu günstiger Ausrüstung von dir würde ich mich sehr in den Kommentaren freuen. Ich hoffe, der Flotte 3 hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen über diese drei günstigen und praktischen Ausrüstungsgegenstände. Lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.